Ein herzliches Hallo an alle Gaming-Fans da draußen. So, wir sehen uns. Schön. Vorneweg, ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich glaube, heute wird nicht ganz so lang gestreamt wie beim letzten Mal. Aber wollen wir erstmal gucken, wie lange wir denn eigentlich spielen werden. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das alles richtig eingestellt habe. Ich denke schon. Ich hoffe es. So, das können wir schließen. Wir können Fortsetzen drücken. Ich mag dunkle Wände. So. Ah, unser Haus. Wie wir es verlassen hatten mit 32.000 Budget. Genau. In einer kleinen Kettensäge hier auf unserem Beistelltisch. Was so viel heißt wahrscheinlich, dass wir auch irgendwann mal Bäume umhauen werden. Wir sehen hier auch unseren verbesserten Hammer. Sehen wir irgendwo den Wischmopp eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Ich jetzt hier... tapfer das, oder? Nee. Ach, rechte Maustaste. Ja, hier ist der Hammer in der Hand. Ich glaube, der stand schon vorher da, einfach so. Weil das so ist. Unser schick eingerichtetes Bad. Wo wir kaum Platz haben, drin zu stehen, wenn die Tür auf uns zugeht. Mit einer schicken Heizung. Alles schön gemacht. Hatten wir schon einen Auftrag angenommen? Ich glaube, wir hatten keinen neuen angenommen. Was steht denn hier? Ach, Kontostand. 16.10.20:33 Uhr. Ich habe versucht, recht pünktlich anzufangen, was das Spielen angeht. Ich habe angeschrieben 20.30 Uhr. Ich glaube, wir haben ganz, ganz kurz vor 20.31 Uhr angefangen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Weil ich glaube, eine Minute mehr oder weniger ist nicht so schlimm. Jemand muss sich der Wand annehmen. Ich bitte um Hilfe, Geld ist kein Problem. Befreie mich von diesen schrecklichen Farben, Süßer. Okay, beim letzten Mal hatten wir auch angefangen, uns mit Wänden auseinanderzusetzen. Würde ich direkt gerne wieder weiter eintauchen, um das wirklich zu verinnerlichen, dass ich auch, ich probiere auch, was ich gemerkt habe, ich probiere etwas mehr auf die Anzeige rechts zu achten, was in dem Fall dort ist, also nicht da, sondern da, dort, mit dem Finger, der ist besser, da stand eigentlich immer alles Wichtige dran. Ich muss mich mehr auf die Minimap konzentrieren und auf das, was mir die Anzeige da rechts sagt, um, sag ich mal, effektiv wirklich alles abzuarbeiten, was gefragt ist, und nicht Dinge zu kaufen oder zu machen, die mich nur Geld kosten, die aber keine reinbringen. Okay, probieren wir mal etwas effizienter heute zu sein und fangen wir doch an. Anthony Quay. Ich grüße die ehrenvollen Renovierungsfirma. Ehrenvoll. Ehrenvoll. Seit einiger Zeit sind große Räume in... Sogar mein Nachbar und des Nachbarn Nachbars haben einige Wände in ihren Häusern abgerissen. Wahrscheinlich ist dann der nächste Trend, dass wir wieder aufbauen wollen. Häusern abgerissen, hier war ich. Ich möchte auch, dass einige Wände in meinem Haus verschwinden. Ideal hierfür sind die Wände zwischen dem Wohnzimmer, der Küche und dem Flur. Zusätzlich hat meine Nachbarin ihre Wände in hellblau streichen lassen. Ich will das auch. Ich vertraue ihnen und bin fest davon überzeugt, dass solch eine professionelle Firma kein Problem damit hat, dies schnell und kostengünstig zu machen. Mit freundlichen Grüßen, Anthony Quay. Anthony, ich glaube, das kriegen wir hin. Und dieses Arthouse hatten wir doch schon mal gehabt. Ich glaube, dass in den USA diese Stromkabel nicht einfach so in die Hauswand reinführen. Ich glaube, die haben auch so eine Art kleinen Stromkasten nochmal am Haus, wo das alles verkabelt ist mit Sicherungen und so.
Da haben sie sich hier nicht so viel Mühe gegeben. So, gucken wir erstmal rechts. Modifiziere die Wände. Eine Aufgabe hier, ach hier die Wände. Müssen weg. Die Wand wohl auch. Dann wird das ein richtig schöner großer Raum. Würde ich sagen, wir können die Tür nicht abnehmen, oder? Können wir drumherum kaputt machen und dann die Tür mitnehmen? Kann ich jetzt die Tür mitnehmen? Nee, immer noch nicht. Dann werde ich wohl verkaufen müssen. Ich weiß es nicht. Oder erst wirklich alles drumherum abreißen. Das Beste ist, einmal oben dagegen zu hauen und dann einmal unten. Da bricht wirklich das ganze Konstrukt super schön ein. Haben wir beim letzten Mal ja gelernt, dass sowas gut geht. Wo es mit dem Wandabreißen natürlich anfängt. Nee, die Tür lässt sich immer noch nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, kann ich die Türen dann verkaufen einfach? Steht nicht drin, dass sie weg muss. Ich glaube, da wollte dann auch noch blau gestrichene Wände haben. Wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe mal nicht, dass er hier noch eine tragende Wand hat, die wir wegreißen. Theoretisch reicht der Einschlag dagegen. Ich will halt, dass es schnell zusammenbricht, deswegen haue ich da lieber mal so drauf. Bäm. Weg ist es. Hui. So einen dicken Hammer macht das Spaß. Gleich mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Skillpunkte haben. Anschlüsse, Käufe, Verbesserungen. Aha. Hier Preis. Chance auf Erfolg bei Verhandlungen steigen um 5%. Zahlung für Aufträge. Mach ich erstmal das. Aber haben wir noch was mit Wand? Wände einreißen, abreißen? Nö, noch nicht. Kommt bestimmt bald. Ist immer mit Ruhe. Ach, wie ist es eigentlich mit den Lichtschaltern, ne? Die kann ich nur entfernen. Bringt also kein Geld. Okay. Kann ich erstmal um die Türen drumherum arbeiten? Immer weg damit. Erst unten und dann oben. Oh, jetzt sprengt's das richtig weg. Oh, pum. Puff. Wie so eine Explosion hier. Bumm. Kawabanga. Wie stellt man das jetzt am besten um? Könnte man ja theoretisch so lassen, ne? Die Türen sind weg. Ich glaube, er wollte halt noch blaue Farbe, ne? Sagte er, er möchte das genauso haben. Lichtschalter. Wann ist er noch so weit da? Oh, zwei Türen. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich glaube, da wird es blau haben. Shoppen. Haben. Himmelblau.
Kriegen wir Fortschritt oder kriegen wir keinen Fortschritt? Ich sehe es gerade nicht so gut. Ich glaube, wir kriegen keinen Fortschritt dazu. Ich glaube, ich mache es in der falschen Farbe. Ich glaube, das Beste ist, wenn ich nochmal kurz gehe, zurück zum Büro, mir die E-Mail nochmal angucke. Ich glaube, ich hatte irgendwas falsch im Kopf. Hallo. Ich möchte auch, dass einige Wände in mein Haus verschwinden. Zwischen dem Wohnzimmer und der Küche. Und dem Flur habe ich. Zusätzlich hat meine Nachbarin ihre Wände in hellblau streichen lassen. Achso. Okay. Hellblau. Hellblau war das. Ich muss ja nochmal auf Akzeptieren klicken. Mein Fehler. So, fortsetzen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich auch dir, Tabby. Ich habe hier schon angefangen, eine kleine Wand abzureißen. So zwei kleine Wände. Wie die Türen hier schließen lassen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die verkaufen kann. Oder ob ich die behalten möchte. Ich weiß es nicht. Er wollte hellblau. Jetzt habe ich mal nur halt blau ein. Eisigblau, Königsblau, schläfriges Blau. Ich könnte schwören, in der E-Mail stand drin irgendwas von hellblau. Himmlisches Blau. Nein. Lass es rosa. Himmlisches Blau. Probier es mal mit himmlischem Blau. Halt. Ach, es ist 1:1 dieselbe Farbe. Okay, königliches Blau. Habe ich einen Fehler gemacht. So. Ich sehe keinen Fortschritt. Wird auch wieder falsch sein. Schläfriges Blau. Zum Glück ist das jetzt nicht allzu teuer mit der Farbe. Das sind auch keine 15 Stockwerke. Ist ja auch kein Fortschritt. Wird so das letzte Blau sein. Riesiges Blau. Ich habe hier auf dem Tisch, damit ich mich nicht vertue. Oh, ich hoffe, es ist jetzt richtig. Es ist jetzt das Richtige. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir nochmal zurück zum Büro. Ich werde mich wohl nochmal einlesen müssen. Natürlich ärgerlich. Zumal wiefern ich auch am Anfang der Folge gesagt habe, dass ich eigentlich versuchen wollte, weniger Fehler zu machen, um weniger Geld zu verschwenden. Umso toller, dass es mir direkt wieder zu Beginn passiert. Nachbarin ihre Wände in hellblau streichen lassen. Ich will das auch. Ich
vertraue Ihnen und bin fest davon überzeugt, dass solch eine professionelle Firma keine Probleme damit hat, dies schnell und kostengünstig zu machen. Ja, hier steht dran hellblau. Was ist jetzt hellblau? Hilfe. Hilfe. Keine Aufgabe. Streiche mit den Farben schläfriges Blau. Ach, hier. Ach, okay. Was war schläfriges Blau? Ich glaube nicht, dass es das war, oder? Nein, kein Fortschritt. Dann gucken wir mal nach. Das war, glaube ich, dasselbe. Dann warst du, glaube ich, das schläfrige Blau. Ich scheine echt keinen Plan zu haben, was das schläfrige Blau war. Du hoffentlich. Alle guten Dinge sind drei. Haha, das ist das schläfrige Blau. Passt natürlich auch zu der Tischdecke. Gut, du warst jetzt, glaube ich, das Richtige, ne? Ne, das war das hier hinten. Ach Gott. So, wir sind alles schön zufrieden mit der richtigen Farbe. So. Wand für Wand wird alles schön schläfrig blau. Diese kleine Ecke, die man übersehen kann. So. Schön, 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 schön. Und wieder alle. Wir streichen weiter die Wände in Himmelblau. Sieht auch eigentlich soweit ganz chillig aus, das Zimmer. Ich finde es toll, dass man so die Fehler, die man mit der Farbe macht, relativ schön ausgleichen kann. Mit der Menge an Farbe wäre er schon zufrieden. Freut mich. Und wie geht es dir so, Tabi? Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag. Nicht allzu stressig. Und wenn doch, dann bist du hier genau richtig. Bei ein bisschen chilligen Abendstream. So. Ui, du hast heute mal den Keller aufgeräumt. Was hast du da alles gefunden? Manchmal kommt da ja so einiges ans Tageslicht, was schon verschollen geglaubt ist. Wenn ich hier da hundertprozentig das im Kopf hat, was er im Keller hat. Ich zum Beispiel könnte jetzt nicht aus dem FF alles auflisten, was ich tatsächlich alles
im Keller habe. Das hier ist noch ein recht chilliger Auftrag, wo man einfach nur ein paar Wände abgerissen hat und jetzt noch ein bisschen streicht, ohne sich Gedanken machen zu müssen, wo noch was hingehört. Oder ob es das Richtige ist. Höchstens mit der Farbe. Dass ich mal einfach so ein bisschen noch herausfinden musste. Aber wollte halt das Schlafzimmer haben. Das war so mein Fehler. Saug. Müll hoch 3. Oi. Ich hoffe, du bist den losgeworden. Auf legale Art und Weise. Nur frische Luft während der Arbeit schadet nicht. Noch so nur Müll oder Dinge, die vielleicht mal interessant waren, dann hat man sie eingelagert und jetzt über die Zeit Müll geworden sind. Oder einfach Dinge, weil man älter geworden ist, jetzt nicht mehr braucht. Sind die so mit der Zeit dahin vegetiert, die Sachen? Passiert ja manchmal auch. Von allem etwas. Dinge, die man früher mal toll fand und jetzt nicht mehr. Und mit der Zeit einfach kaputt gegangen sind. Oh, wir haben alles fertig. Aber das sind noch Farbeimer, die kann ich so lassen. Wir haben 100% fertig. Von 100%. Aha, jetzt ist es in Säcken verpackt. Aber auch wieder in der Garage, im Keller. Und das wirfst du dann weg nach 8 Jahren, nach 12 Jahren. Oder rufst du nochmal auf, weil du nicht mehr weißt, was alles drin war. So, wir haben das fertig. So. Wieder ein paar tausend Dollar plus gemacht. Browser. Warum geht es mit den E-Mails jetzt nicht? Aha. Badezimmer und Werkstatt. Notwendiges zweites Bad. Bitte um Hilfegeld ist kein Problem. Aber erstmal das. Oh, relativ klein geschrieben. Guten Tag, ich bin ein älterer Herr, der seit Jahren eine Wohnung an Studenten vermietet. Leider hatte ich dieses Jahr sehr viel Pech, denn ich habe die Wohnung einer recht verdächtigen Truppe vermietet. Sie haben nicht fristgerecht bezahlt, weswegen ich hinging, um das zu prüfen. Sofort als ich die Tür öffnete, dachte ich, ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Oha. Das ging nicht so gut. Das ganze Haus verwüstet. Überall Dosen, Dreck und Matsch. Flaschen, wo das Auge nur hinsieht. Und die saßen fröhlich in der Küche und tranken weiter. Oi, denen geht's gut. Da würde man sich doch glatt mit hingesellen und sagen, hey, ich hab noch 3 Bier. Ist noch Platz für mich. Na klar. Ich habe sie gewarnt, dass ich sie rausschmeißen würde, wenn sie nicht bezahlen. Sie haben bezahlt, aber dann hat sich herausgestellt, dass sie die Heizkörper verkauft haben, um Geld für Alkohol zu haben. Die haben die Möbel verkauft und nur Müll hinterlassen. Danach waren sie sogar so frech, dass sie ihre Kaution gefordert haben. Oh! Aufräumarbeiten sind meinem psychischen und gesundheitlichen Zustand nicht mehr für mich. Nichts mehr für mich. Helfen Sie mir bitte damit. Ja, es klingt nach einer
riesigen Spaßtour. Oh! 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 Boah, das Gras ist richtig hoch. Haben wir jetzt auch noch ein Rasenmäher? Ne, wir haben nur drei Sachen. Interessant, dass uns auch manchmal wieder Sachen weggenommen werden für die einzelnen Aufträge. Oh, dann vielleicht noch mit einem Rasenmäher drüber brettern. Das werden wir dann noch sehen. Hallo? Räumen wir da erstmal auf. Das sieht doch noch hier. Ja, wir sind fertig. Wir können hier gehen. Tschüss. Ich glaube nicht. Ei Gott, sieht schon mal nicht so gut aus. Ja, oh Gott. Ist der Stecker da kaputt? Nö, ne? Nö. Packen wir den einfach davor. So. Halt. Ich glaube, bevor ich wischen tue, sollte ich eigentlich am besten immer erst eins machen. Am besten erst mir aufräumen. Ist das Graffiti? Reinigung in den. Ah ja, hier. Okay, Graffiti. Ah, muss auch weggewischt werden. Weiß ich Bescheid. Das packen wir alles weg. Boah, so viele einzelne Flaschen. Dafür kriegen wir nicht mal Pfand. Weg. Weg mit dem Dreck. Oh, Fenster reinigen. Machen wir erstmal das. Ui. Ui. Oh, richtig gelb. Jetzt kommt wenigstens wieder die Sonne durch. Oh, es glänzt. Hier auch richtig schmutzig. So, schön sauber wischen. Zack. Sauber. Ränder sauber wischen. So. Es geht alles ruckzuck. Einen richtig guten Mob ausgerüstet haben. Okay, das ist auch irgendwie sauber. Ich glaube, das ist so. Sieht immer noch so ein bisschen schmutzig aus. Keine Ahnung warum. Räume mit den Müll auf. 96%. Vielleicht das. Ach, weg zu. Okay, das. Das Ding an sich war noch Müll. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Designer-Poster von dem älteren Herrn gewesen. Hier ist auch alles super gut. Montiere die Geräte. Streiche mit dem Farbenweiß. Kriegen wir hin. So. Machen wir da erstmal Weiß. Können wir das eigentlich schon verbessern mit dem Streichen? Nee, noch kein Skillpunkt. Kriegen wir auch schon hin. Ich finde es aber lächerlich, das ist so gemacht, als wäre hier eine Heizung. Und damit ich die treffen kann, muss ich da oben hinziehen. Wie blöd ist das denn? Ich habe extra das noch nicht montiert. Damit ich das etwas leichter habe. Aber hier verschwindet es wieder. Heizkörper machen. Ja, schön. Aber ich wollte streichen. Das wäre vielleicht noch so ein Verbesserungsvorschlag von mir an den Entwickler. Dass Geräte, die nicht da sind, erstmal nicht angezeigt werden.
dass die nicht so im Weg sind. Dass es reicht, wenn man hier auf das anzumontierende Gerät klickt. Hier in dem Bereich. Das würde reichen. So, schön. Gemütlich weiter. Ein schönes Weiß aufbringen. Streiche in den Farben Weiß. Sieht doch immer schöner aus hier. Den kleinen schwarzen Streifen machen wir auch noch weg. Wo das eigentlich auch irgendwie was hatte. Wenn man daraus jetzt so ein Schachbrettmuster gemacht hätte. So in etwa. Hat auch was. Ich bin mir sicher, die Müll in deinen Keller kriegst du auch noch weg. Das ist kein Problem. Weil die Müllabfuhr da ist, einfach draufwerfen und weg sind die Sorgen. So, noch ein bisschen Farbe rein. Da geht mir die Farbe aus. Oh, jetzt haben wir was. Kleinerer Verbrauch von Farbe. Das wäre natürlich super. Streichen um 25% schneller. Streicht drei Wände gleichzeitig. Ich würde sagen, der Verbrauch von Farbe ist besser. Sparen wir minimal Geld. Wenn es irgendwann mal einen großen Auftrag gibt. Das wäre nur gut, wenn es auf Zeit geht. Ich weiß halt nicht, wann es mal auf Zeit geht. Oder ob es Missionen gibt, die auf Zeit gehen. Sonst muss ich halt erstmal mal den Profit an erster Stelle setzen. Weniger Verbrauch ist natürlich profitabler. So. Ich habe hier bei mir auch noch einen großen Eimer weiße Farbe stehen. Ich weiß nicht, was ich mit denen anfangen soll. Weil das, was ich weiß streichen wollte, habe ich weiß gestrichen. Eingangsbereich und noch eine Heizung. Und eine Heizung gekauft. Oh, da wird sich der ältere Mann freuen, dass wir das für ihn machen. Oh, schön anschrauben. Perfekt. Hier sind wir fertig. Reinige die Beschmutzung. Hier ist auch noch Beschmutzung. Ach, da oben war noch was Kleines, super. Jetzt müsste ich aber eigentlich 2 von 6 Aufgaben haben. 0 von 5 Aufgaben. Ich hätte aber hier 5 von 5. Achso, in anderen Räumen. Okay. Wenn Sie eine Person mit Katzaridaphobie, Angst vor Kakerlaken sind, können Sie in den allgemeinen Spieloptionen Kakerlaken in Glasstücke verwandeln. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nope. Schön sauber wischen. Oh Gott, dann. Laufen dann die Glasscherben auch durch die Gegend? Kommen da oben Brandspuren hin, bitte?
Oh, 94%. Wo sind die letzten Prozent? Hier nicht. Ich muss aber erstmal gucken, wo die letzten 6% sind. Zum Reinigen. Boten hier schon mal nicht. Ach ja, an der Tür war noch irgendwas. Ich glaube, ein Spinnenwebe war da. Wenn ich mich nicht irre. Mit einem Staubsauger. Kakerlaken einsaugen. Oh Gott, ist das schlimm. Ja, diesen Staubsauger hätte ich auch gerne. Wenn er so effektiv Insekten wegsaugt. Krass Sache. Ginge das so einfach, hätten die Amerikaner kein Problem mehr. Oh Gott. Genügend Kakerlaken umgebracht, so hast du die Kakerlaken-Ruppi hier. Ach du Schande. Oh, das ist eine riesige. Eieiei, eine ganze Invasion an Kakerlaken und Flaschen. Nein, nein, aufheben. Oh Gott. Erstmal hier die kleine Ecke schön sauber machen. So. Immerhin erstmal einen Rückzugspunkt geschaffen. Schalter betätigen. So, ich würde Schalter betätigen. Mit E, ja. Hm. Mein Fehler. Ah, die Kakerlaken. Wow, so viele. Eieieiei. Einfach einsaugen. Ich denke mal, wenn das so einfach wäre. Oh Gott. So, wieder schön machen. Riesige Mülltonne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uah. Weg damit. So. Kakerlakennest zerstört. Terminator auf Kakerlaka. Oh Gott, so viele Flaschen. Kann ich die Flaschen nicht auch einfach einsaugen? So. Die ganze Zeit noch die Taschenlampe an. Sagt auch keiner was. Wahrscheinlich habt ihr dadurch besser sehen können, ich weiß es nicht. Wenn das so ist, kann ich sie auch wieder einschalten. So. Schön sauber putzen. Einige die Beschmutzung. 97%. Da oben. 100%. 98%. Wo wurde noch? Einige die Beschmutzung. Bei jeder Ecke abgehen wegen Spinnennetze. Oder gilt das Fenster mit als Beschmutzung? Hm. Fenster reinigen 01. Nö, dann glaube ich nicht dran. Soll ich hier jetzt wirklich alles
aufbauen, zubauen und machen, oder? Heiz. Montiere die Geräte. Ja, da fehlt wieder ein Heizkörper. Wischiwaschi, ganz einfach. So. Und weg ist der Schmutz. Hier können wir gleich gucken. Schön. Und eine Heizung. Können wir eine lange reinbauen? Nee, ne? Doch, geht. Weil die verschwindet die da? Oder ist da gerade so viel Platz? Ich glaube, da ist gerade so viel Platz. Bauen wir die dicke ran. So, montieren wir das noch. Das ist ein großer Raum und ein großer Raum braucht auch eine größere Heizung. Damit das schneller schön warm wird. So. Hier sind wir auch fertig. Haben wir draußen irgendwas zu tun? Sieht nicht danach aus. Oh Gott, wenn es dann noch in die Gärtnerei geht. Meine Nemesis. Gärtnerei und grüne Blumen und so. Da bräuchte ich jemanden, der mir hilft. Wenn es um Pflanzen geht. So, die ganzen Kartons, den ganzen Müll. Das packen wir auch mal alles weg. Die sehen gut aus. Selbst drehen und 80% der Verschmutzung gereinigt. 93%. So, Decke. 96%. Ach, da oben. 100%. Gut. Wir werden mal die Fenster weiter reinigen. Schön sauber machen. Lüften. Das ist ein recht kleiner Raum. Hier würde eine kleine Heizung schon reichen. Aufräumen. Aufräumen um 50% schneller. Wirf den Müll da Reichweite weg. Ach, in Reichweite weg. Ich glaube, wenn ich einmal drücke, dann ist, glaube ich, gleich 3-4 Stück weg. Kann das sein? Wenn jetzt, sage ich mal, das wäre zum Beispiel gut gewesen jetzt bei den Flaschen. Ich glaube, wenn da 5 Flaschen sind auf einen Haufen und ich drücke einmal drauf, dann sind alle 5 weg. Ich mach das mal. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist damit gemeint. Vielleicht habe ich hier noch mal ein paar Flaschen. Shop. Kleine Heizung. Montieren wir. 0, nichts. So. Wir sind jetzt erstmal soweit fertig. Fehlen aber noch 2 Räume, glaube ich. Na super. Jo, auf einen Schlag mehr weg. Schön. Aber da brauche ich nicht mehr so 30 Mal klicken. Das ist doch nice. Ich habe den Skill richtig verstanden. Das ist schon mal was. Ich kann also doch lesen und verstehen. Also, da hat die Schule bei mir doch nicht komplett versagt. Also es lohnt sich, in die Schule zu gehen. 88% Reinigung. 92, 96. Wo ist denn noch was? Ah, 100%.
Und die Fenster reinigen. Immer schön den Schmutz wegwischen. Bisschen das Muster ändern von oben nach unten. Hoch. Von unten nach oben. Und von oben nach unten. Schön. Und noch ein Heizkörper. Natürlich mittlerweile Übung drin, wie man den anschraubt. Das ist gar kein Problem mehr. Das kriegen wir locker hin. Quietsch, 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 quietsch und schraub, 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 schraub. Okay, ein Raum fehlt noch. Ja, so kann man das lassen, oder? Weiß nicht, dass es hier extra Bonus gibt für super schön einrichten. Oh Gott. Weg damit. Ist das Blut? Hoffentlich müssen wir nicht noch einen Tatort reinigen später. Das wäre ja richtig schlimm. Räume mit dem Müll auf. Reinige die Beschmutzung. Montiere die Geräte. Gerade nicht sehr viel Abwechslung. Aber hey, was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Nun ist es in Säcken verpackt, sagt er. Die Geräte anschrauben. Welche Geräte denn noch? Für die Dusche? Welches Gerät denn noch? Ach hier, ach das Klo wurde abgeschraubt oder was? Das Waschbecken. Ah, verstehe. Badezimmer. Ja, ein ganz normales Waschbecken. Ach, ein Fehler. Wahrscheinlich das Klo. Oder? Ach, Waschmaschine. Wer lesen kann, ist ein Vorteil. Anscheinend habe ich mich vertan. Na, das Haferhorn, Wasch. Maschinengewehr. Okay. Haushaltswaren. Warum bei Einbauwaschmaschinen hätte doch bei Wasch auch das Ding mit dabei sein müssen? Theoretisch. Offenbar nicht. So, ist das jetzt richtig? Will der eine bestimmte Waschmaschine haben? Die lässt sich nicht anbringen. Fenster reinigen. Mache ich halt erstmal das. So, immer schön gründlich. Vorsichtig das Glas reinigen. So, schön. Oh, Waschmaschine, immer noch. Küche. Haushaltswaren. Ups. Badezimmer.
Waschbecken mit Schrank. Badewanne wollte er nicht, Dusche auch nicht. Nee. Ich bin überfragt, überfordert. Farben, Gips. Kleine Wasserkocher. Lampenpaneele, Pflanzen. Sehr viele Schränke. Schreibtisch, Sofas. Was sonstiges? Nö. Schreibtafel. Okay. Stühle, so Pfeife. Es gibt doch keinen Sinn. Teppiche, Tisch, Türen. Wandfliesen, Wandlampen. Bei Badezimmer müsste das doch sein. Ist da irgendein falscher Name dran? Anschlüsse. Klimaanlage vielleicht? Nee. Ich verstehe es nicht, was das Spiel von mir will. Haushaltswaren, das ist doch hier die einzige Waschmaschine, die es gibt. Das ist ein Wasserkocher. Deckenventilator. Wasserkocher, kleiner Wasserkocher. Kühlschrank. Gasherd, Kühlschrank. Elektrischer Herd, Elektroherd. Gasherd. Gibt's doch nur die. Ach, okay. War schon richtig, oder? Ah. So, wollen wir mal an die Blätter ran. So, wollen wir doch mal gucken, wie man eine Waschmaschine anschließt. Guten Abend, Mrs. Fo- Anna. Mrs. Fox, ja. Anna, tut mir leid. Warst länger nicht mehr da. Da kann mir das passieren. So, ach, das war jetzt klar die Wassertrommel, die man erstmal entsichern musste. Jetzt kann man das wieder schön zuschrauben. Gut. Wie geht es dir so? Ich baue hier gerade eine Waschmaschine zusammen. Der ich nochmal gucken muss, wie das geht. Ah, hier. Aha. Zur Anschluss. Zudrehen. Wasserzufuhr. Wasserhahn. So. Wasserabfluss. Perfekt. Wir haben es hingekriegt. Oh, die Uni hat wieder angefangen. Oh, ich hoffe, es geht dir gut. Nicht, dass sie dir zu viel Druck setzen. Mir geht's auch soweit gut. Danke der Nachfrage. Ich muss noch zwei Räume von Schmutz befreien. Wir sind aber relativ schon gut da drin, Kartons und so wegzuräumen. Dank eines Skills, den ich schon gerade eben freischalten konnte. In Sachen Reinigung. Hier. Wirft den Müll in der Reichweite weg. Der war sehr gut. Hätte ich nur etwas früher gebrauchen können, weil ich habe hier bei dem
so 20 Flaschen auf einmal gehabt und die muss ich alle einzeln wegklicken. Umso nützlicher, dass ich das jetzt hab. Und jetzt noch den ganzen Wischiwaschi machen. So, wegputzen. Alle Flecken weg. Räume die Mühe auf 100%. Reinige die Beschmutzung. 94. Wo ist es noch schlimm? Muss das sauber machen. 94%. Ha, war doch beim Tisch. Ach, erst im Winter kommt die Stresszeit wieder. Du bist nur am Lurken. Aufgaben gibt's auch noch zu tun. Ja, dann lass dich nicht abhalten. Ich hoffe, du lässt dich nicht zu sehr von mir ablenken. Das wäre nicht so gut. An sich gibt es ja heute auch, wie beim letzten Mal einen etwas gechillteren Stream. Ich habe mir gedacht, ich tu mal ein bisschen mit meinen Streams ein bisschen Chill-Atmosphäre schaffen. Da habe ich mir gedacht, ein gutes Spiel dafür wäre House Flipper und ich bin der Meinung, es funktioniert soweit ganz gut. Den Tappy hat das nämlich schon sehr gut gefallen. Man muss ja auch nicht immer irgendwas mit Geballer nehmen oder Aliens und keine Ahnung was. Nö, wir machen heute mal richtig schön entspannt ein paar Häuser sauber und bringen sie auf Vorderfrau. Das freut mich. Danke für das Kompliment. Ich darf natürlich auch das Trinken nicht vergessen. Manchmal geht es mir auch so, dass ich eine Stunde lang nichts trinke. Da wird der Mund immer so trocken. Ich denke mal, das kennt jeder von uns. Jeder vergisst mal so ein bisschen auf das Trinken zu achten. Und dann passiert das, dass man dann ganz schnell einen trockenen Mund kriegt. Aber das lässt sich ja zum Glück ganz schnell beheben. Ach, das Satansgetränk. Ja, da habe ich auch eine nette Videoaufzeichnung von einer Frau gesehen, die bei einer Demonstration oder so sich enorm dafür eingesetzt hat, diese Firma schlecht zu reden. Weil das ja eine Satansfirma ist und dass so viele Zeichen und Andeutungen drauf sind, dass Monster Energy Satanismus absolut befürwortet. Ja, okay, ne? Kann man interpretieren, wie man will. Letztendlich ist mir der Glaube oder der Antiglaube in der Richtung, wenn es jetzt um, sage ich das am besten, wenn Glaube auf eine höhere Stufe kommt und wie nennt man das nochmal? Fanatische Ebene erreicht oder so, dann ist mir das auch egal. Ich sage einfach mal so, es ist ein Getränk und es schmeckt mir. Ich trinke auch grüner Tee, Kaktusfeige und so. Da ist es mir auch egal. Also, es gibt Leute von so vielen Schlägen. Wenn man da jetzt nur noch christliche Sachen nimmt, von Christen für Christen, dann katapultieren die sich auch wieder in irgendeine alte Zeit zurück. Selbst wenn die jetzt, sage ich mal, satanistisch angehaucht sind, wird keine böse Macht durch irgendein Getränk fließen. Selbst wenn die das wollen, wüsste ich nicht, wie das geht. Hier kommt eine Heizung hin. So. Genau. Das verschrauben. Der anderen Seite genauso.
drehen wir den Zufluss. Nee, guck, das ist der Abfluss. Das ist, glaube ich, der Zufluss. Wo man auf und zu dreht. Daher kommt das. Ach, nur weil ich das trinke, bin ich nicht gleich Satanist. Das ist keiner von uns. Was wollte hier dran? Das Spülbecken, genau. Welches nehmen wir denn? Nehmen wir doch mal ein etwas moderneres. Da war hier irgendeine Farbe vertreten, außer jetzt dieser pinke Teppich? Nee, keine Farbe. Bringen wir jetzt ein bisschen Farbe rein und das Grüne, würde ich sagen. Genau. So ein bisschen schade um den Teppich, passt nicht mehr ganz so rein. Ist das direkt fertig? Das ist noch nicht fertig. Warum montiere ich das bitte dran? Hallo? Komme ich da jetzt nicht ran? Ich muss das noch anschrauben. Ich komme nicht an die Anschlüsse ran. Fanatisch vielleicht. Ach, natürlich, genau. Ich spüre die bösen Energien durch mich strömen. Ach, ja, hier kann man öffnen, aber hier komme ich auch nicht an die Anschlüsse. Doch! Es geht! Ich wollte das Ding schon. Ich stand kurz davor, es zu verkaufen. Und zum Glück habe ich es nicht getan. So, zudrehen. Hätte ich das Ding fast verkauft. So, rein damit. Jetzt natürlich noch hier den Wasserablauf. So, die ganzen schönen Einzelteile anschließen. Fertig. Schön. Fehlt nur noch ein Raum. Haben wir das doch geschafft. Gut, dass wir die Kakerlaken soweit überstanden haben. Oh Gott. Oi. Weg. Hier, das ist das, was ich meine. Anna. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Flaschen. Die musste ich alle einzeln wegklicken. Und dank des neuen Skills, zack. Das ist ein Segen für mich, dass ich nicht immer so auf die Maus klicken muss. Schwarzes T-Shirt und weißes Gesicht. So einfach scherst du mich in eine Schublade, ja? Wobei ich ein schwarzes T-Shirt anhab. Was hatte ich denn letztens an? Ich glaube beim letzten Mal vorgestern am Freitag. Da hatte ich glaube ich ein blaues an. Was sagst du dazu? Blaues T-Shirt und weißes Gesicht. Ergibt das auch eine Kombination bei dir, ja? Von der ich wissen müsste? ...100% fertig. Gut, das ist zum Glück noch ein kleiner Raum. Dann machen wir wieder schön die Fenster sauber. Die ersten ein, zwei Fenster waren ja richtig dreckig. So. Schön. Das war nur Tarnung. Ja. Genau. Ich habe mir extra ein blaues T-Shirt gekauft, um mich zu tarnen. Damit niemand meine geheime Besinnung und Religion herausfindet. Nein. Dann trage ich das nächste Mal ein kariertes Hemd. Ah, okay, wahrscheinlich wäre es dann egal, was ich nehme. Man könnte dann alles als Tarnung beschreiben. Jo, wir sind fertig.
Ja, das zumindest sollte ich ja weiß streichen. Da habe ich gerade gewundert, wofür ich eigentlich die Farbe gebraucht habe. Das ist dieser Look wieder. Die sind nicht schmutzig, die Lampen. Die sind einfach so. Und wieder ein Auftrag fertig. Wir kriegen immer mehr Geld. Wir könnten auch unsere Bruchbude noch ein bisschen aufschönern. Ich weiß aber immer noch nicht, in welcher Farbe wir das hier machen könnten. Vielleicht hat der Anna einen Vorschlag, wenn du einen Vorschlag hast. Ich habe mich schon um das Bad gekümmert. Hier, so sieht das Bad jetzt aus. Und vielleicht hast du ja einen Vorschlag, wie wir unseren Wohnraum machen könnten. Das kann ich leider nicht aufdrehen. Das Telefon ist kaputt. Hallo? Hallo? Da antwortet immer keiner. Naja. Und mit schicken Katzenfoto auf dem Klo. So gehört sich das. Finde ich. Aber ich brauche vielleicht noch eine Farbe für den Wohnraum. Mit einer netten Kettensäge, die auch ziemlich runtergekommen aussieht. Kann ich die nicht auch sauber wischen? Plank polieren? Leider nicht. Eieiei. 5 Nachrichten. Kitschhaus. Angelika Werner. Notwendiges zweites Bad, Badezimmer und Werkstatt. Bitte um Entrümpelung des neuen gekauften Hauses. Oh, ob da wieder Kakerlaken sind? Ach komm, ich will den Staubsauger sehen. Nehmen wir den Auftrag an. Robert Mandl. Hallo, vor einigen Tagen habe ich ein Haus für einen guten Preis erworben. Die Höhe des Preises hatte 2 Gründe. Über viele Monate wollte niemand dieses Haus kaufen, bis endlich ein ungebetener Gast dort einzog. Es handelt sich um einen Gentleman, der sich mit seinem Karren unbemerkt einschlich, okay, und dort über einige Tage lang lebte, bis er von der Polizei aufgegabelt wurde. Dieser Herr veranstaltete in diesem Haus einen solchen Saustall während seiner kurzen Zeit. Kaum zu glauben. Überall Müll auf dem Boden. Pakete und Zeitungen. Unidentifizierbare Substanzen auf dem Parkett. Und es scheint, als ob er dem Kühlschrank seinen Inhalt zurückgegeben hätte. Oh, der Gedanke. Kopfkino. Als Person, die vor solchen Zuständen abschreckt, bitte ich Sie, die Wohnung aufzuräumen und zu entrümpeln. Ich bitte auch, die Probleme mit der Elektrizität zu beheben. Mit freundlichen Grüßen, Robert Mandl. Komme ich denn? Warum steht hier oben Mandl und hier unten Mondel? Ich meine, auf der Tastatur ist doch das O und das A so weit auseinander. Wie kann man sich da vertippen? Keine Ahnung. Hier steht Mondel und da steht Mandl. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja gar nicht sein Haus. Wenn er selbst nicht mehr weiß, wie er sich geschrieben hat. Okay, wir arbeiten nachts. In einem Haus, wo sich schon mal jemand eingeschlichen hat. Ach, du könntest auch von außen. Das ist von der anderen Seite dreckig.
Early Access. Inwiefern? Oh Gott! Das muss weg. Oh Gott. Oh Hilfe. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Halt doch mal den Staubsauger etwas ruhig hier. Oh Gott. Viele rote Punkte auf dem Boden. Eieieiei. Normalerweise würden die ja lebendiger sein. Sich überall ganz schnell verziehen, irgendwo Tür aufgehen und Krach machen. Oh Gott. So, noch ein Nest weg, hoffe ich. So. Da ist noch welche. Oh Gott. Ah. Gleich besser. So, Taschenlampe, hallo. Mag man die Tür gar nicht zumachen. Wenn man nicht weiß, was einen noch hier erwartet. Ach, das ist da alles. Die schöne Wohnung so zu müllen, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Elektrizität müssen wir auch noch wieder instand setzen. Alles wegwischen. So. Alter, sind die Fenster schmutzig. Okay, da hätten wir auch von hinten reinkommen können. Eieieiei. Fußspuren. Ich bin echt mal gespannt, ob wir auch irgendwann einen Tatort reinigen müssen. Ich hoffe es nicht. Wäre schon irgendwie cool. Oh nein. Keller. Ernsthaft. Ich will nicht unbedingt in einen Keller gehen. Lasst mal grob alles reinigen hier. So, alles schön sauber machen. Wischen, wischen, wischen. Reinigung der Beschmutzung. 97% erst. Drei fehlen, ne? Sind denn die letzten 3%? Drei fehlende Prozent. Ah, jetzt hier. In der Ecke war das. So, montiere die Geräte. Ach, hier. Eine Stickerdose. Hä? Schrauben oder nicht? Was fehlt denn da? Ach, ich hab die Abdeckung zu kurz gedrückt gehalten. Jetzt muss ich die Schrauben machen. So, nehmen wir ein neues. Stecken da das Dreis dran. So, alles schön drin. Drauf und dran. Hier. Aber ohne Taschenlampe sieht man ja gar nichts. Wie soll ich denn hier bitte schon die Schraube sehen, wenn ich nicht das alles abtaste? Ist ja viel zu dunkel und so viel zu hell. Die Abdeckung, eine neue und die Schraube. Diese Taschenlampe sieht gut aus. Taschenlampe. Vielleicht ist eine Sicherung durchgebrannt. Gott. Jetzt müssen wir zur Königin Kakerlake, ja? In den Keller. Damit das wieder geht. So, hier ist auch was defekt. Die ganze Küchenzeile habe ich in der Hand. Na super, ich bin Hulk. Ich wusste gar nicht, dass ich als Hulk hier bin. Mich darum kümmere. Eine Doppelsteckdose. War ganz schön heruntergekommen. Das kriegen wir auch in Ordnung.
S3 ist drin. Schrauben wir fest. Und stecken es wieder rein. Ich hätte die Schraube gar nicht. So. Jetzt. Abdeckung drüber. Und zuschrauben. Schön. Hier war auch alles sauber, ne? Genau. So, die Küchenzeile wieder schön rein platzieren. So, ne? Perfekt. Geht aber hier schon ein bisschen drüber, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, die meisten würde das stören, wenn das hier über die Kacheln und über den Boden rüber geht. Also mich würde das schon so ein bisschen stören. So, drei Fenster reinigen. Damit morgen früh die ersten Sonnenstrahlen so richtig schön hier rein scheinen können. Machen wir das schön sauber. So. Und das zweite Fenster. Schön ordentlich den ganzen Schmutz entfernen. Zack. Sieht heute picobello aus. Ah, Tageslicht kommt schon mal schön hier rein. Das ist das, was wir sehen wollen. Genau. Keine schmutzigen Fenster, den Sonnenaufgang. Immer her damit. Jetzt wird es auch schön hell, schön warm. Ich glaube, ich gehe mal in den Keller und probiere mich. Montiere die Geräte. Oh Gott. Boah. Der Schauer. Eine Decke kriechen keine, ja? Hier hinten ist keine Königin? Gut. Oh Gott. Das ist nur das Reinigungsding. Komm, Staubsauger. Schön drüber. Über alle weg. So ein Gerät könnten mehr Leute gebrauchen, die ihre Kakerlaken loswerden wollen. Ihr entkommt nicht. Ihr entkommt nicht. So, alle weg. Relax. Kid. Inwiefern sind Kakerlaken wichtig für das Ökosystem? Hat da jemand irgendwelche Ahnung, wofür die wichtig sind? Sind das reinweg nur Beutetiere für irgendwelche Tiere oder sind die einfach nur da, um uns Menschen zu ärgern? Ja, vielleicht ist eine Sicherung durchgebrannt. Oh Gott, das sieht so runtergekommen aus. Ei. Hoffentlich holen wir jetzt keinen Schlag. Welcher sieht denn kaputt aus? Aha. Die Sicherung war nur ein bisschen lose. So, Reinigung. 76%. Oben schon Moos oder so, Schimmel. Uah. So, Reinigung. Aufräumen, fertig. Schön, ihr seid noch angeschlossen, perfekt. Okay, jetzt haben wir überall erstmal wieder Strom. Wegzuwerfen, kaputt. Brauche eine neue Dusche. Und Schmutz haben wir auch.
94% schon sauber. Ah, da. Natürlich beim Klo. Wie immer beim Klo. Warum suche ich überhaupt den Raum ab? Ist doch klar, dass an der Kloschüssel Schmutz ist. So, Badezimmer. Gab es noch eine andere Dusche? Nee, ne? Die einzige Dusche. Also, die hätten auch gerne mal noch ein zweites oder drittes Modell einbauen können. Ich glaube, das ist immer noch Early Access, ne? Wie Tappi schon geschrieben hat. So. Wasserzufluss. Abfluss. Zufluss ist ja oben. Natürlich erstmal die Gewinde und so dran. Oh, heiß und kalt. Dran zuschrauben und da auch die Wände, die Glasscheiben, die Halterung für die Glasscheiben und der Türgriff. So, ich sehe nichts mehr. So. Immer so die Frage, ob man mit Taschenlampe gucken sollte oder ohne. Der zweite Türgriff. Und auch das haben wir fertig. Die Seitenstabilisierungen. Damit da kein Wasser durchläuft. So, die Führungsschiene oben. Damit das Konstrukt ein bisschen sicherer steht. Hier unten genau die Abdeckung. Perfekt. Ja, so eine Dusche ist ein bisschen schwer. Hat viele Schritte. Jetzt müssen wir nur noch den Raum hier hinten zaubern. Oh, puh, keine Kakerlaken. Keine Kakerlaken. Ah, gut. Dann können wir erstmal alles raufräumen. Bett. Was ist das für eine Funktion? Da steht bei E Bett. Was ist denn Bett? Okay, Bett reinigen, schön, ja. Wissen wir das jetzt auch. So, sauber machen. Ränder 100%, mehr aufräumen 95%, sauber gewischt. Ha, hinter dem Schrank war noch was. Was fehlt jetzt? Fenster reinigen. Dann sind wir hier doch gleich durch. Ach, Doppelbett. Ja, okay, Bett ist Doppelbett. Dann ist das wohl mit der Übersetzung. Entweder habe ich es falsch gelesen oder es ist ein Übersetzungsfehler, wo man Doppelbett einfach als Bettbett geschrieben hat. Aber da hätte es, wenn man es wortwörtlich übersetzt, auch schon Zweifachbett oder so heißen müssen oder so. Oder zwei Betten. Ich weiß es nicht. Was ist deine Vermutung? Falsche Übersetzung oder habe ich es einfach falsch gelesen? So, und schön die Kurven wischen. Weg mit dem Dreck. So. Fehlt immer noch eine Kleinigkeit in einem anderen Raum. Ach, Fenster reinigen. Ha, ich hatte doch aber alle Fenster gemacht, oder? Da habe ich noch zwei Fenster übersehen. Wo?
Aufgaben in anderen Räumen. Ach, hier. Die 12 Fenster habe ich übersehen. So, Übersetzungsfehler. Hm. Es hätte ja auch sein können, dass ich den Fehler gemacht habe. Davor bin ich ja nicht sicher. Ich bin auch nur ein Mensch. Menschen machen bekanntlicherweise Fehler. Und die mache ich bestimmt auch. So, immer schön links, nach rechts. Oder von oben nach unten. Immer mal ein bisschen Abwechslung. So. Da kommt noch Licht in die Bude. Licht ins Haus. Schön. Eine signifikante Verbesserung zu vorher. Ich hätte auch ganz vergessen, ich hätte auch selbst das Licht einschalten können. Ich habe ja den Stromkasten repariert. Aber da habe ich jetzt nicht so ganz dran gedacht. Aber naja, gut. Lassen wir mal aus. Tür mal wieder zu. So, Auftrag erfüllt. Ja. Anna, wenn du noch da bist, ich bräuchte eine Farbe, mit der ich meinen Innenraum streichen soll. Die darfst du dir aussuchen. Ich brauche noch eine Farbe für den Innenraum. 44, also ich glaube, ich bin aufgestiegen. Käufer. So, nö. Gucken wir nach. Habe ich irgendwo einen Skillpunkt? Nö. Kein Skillpunkt für mich. Ich könnte immer noch einen Farbanstrich innen drin gebrauchen. Die Frage ist nur, welche Farbe? Good work takes hard work. Fällt einfach nicht ein, in welche Farbe ich das hier streichen könnte. Kann ich eigentlich auch, wenn ich jetzt warte mal, im Shop Parkett Pflanzen, Lampen, Paneele. Kein Parkett, oder? Doch, hier, Laminatparkett. Wenn ich das kaufe, kann ich das hier verlegen? Aber das ist doch dann höher. Ich kann das zwar scrollen. Angenommen. Ist ja auch hier dann oben drauf. Kann ich das da unten wegmachen? Dann bräuchte ich aber was, womit ich die Erde wegmachen kann. Ich glaube nicht, dass ich hier mit der Erde wegmachen kann, oder? Nee. Damit ich hier noch Wände bauen kann. Hier kann ich auch keine Wand anbauen. Ich kann es also selbst nicht vergrößern. Muss ich wohl irgendwann mal verkaufen. Dann selbst schöner machen. Joa, Licht an der Decke. Vielleicht fällt ja den Tabby eine Farbe ein, mit der ich mein Zuhause ein bisschen aufhübschen kann.
bisschen zu nah. Links. Ups, oder rechts. Oh nein, mein Schraubenzieher ist runtergefallen. Pack ich wieder hoch. Dann. So. Sieht doch schön aus. Du meinst also, du bist für sowas der Falsche? Traust dich nicht an eine Farbe? Also an sich würde ich ja sagen, das jetzt zum Kaffee oder so. Vielleicht gibt es Kaffeefarben oder so. So ein... Was war das? Mokka oder so? Kupfermünze, das könnte vielleicht passen. Biskuit, das wäre da vielleicht so Kaffee in Keks. Machen das jetzt in Keksfarben. Ich denke mal, das wird passen. Oder? Schauen wir mal, wie es aussieht. Bisschen zu hell, oder? Damit jetzt die Küche streiche. Was meinst du? Passt der Kontrast? Ich würde sagen, das passt. So für die Kaffee-Ecke. Ich mache das jetzt in der Farbe. Ich glaube, das passt so. Jupp. Da sind wir schon mal zwei. So, die eigene Bude muss auch mal ein bisschen renoviert werden von den ganzen Einnahmen. Damit wir sie vielleicht auch irgendwann mal verkaufen können. Und selbst mal ein größeres Projekt, ein größeres Haus anfangen. Ich weiß ja nicht, wie das später ist im späteren Spiel. Endgame-Content. Der ganze Schmutz weg hier. Mit der schönen Farbe alles überstreichen. So, das haben wir. So richtig schön lupenweiß ist das nämlich auch nicht. Was wir davor hatten. Ich glaube, das sähe dann auch mehr nach weiß aus. So, die Türrahmen noch. So. Das ist auch noch. Ich fahre wieder alle. Zip. Das Fenster noch komplett. Wir machen dann durch die Farbe eine Raumtrennung, genau hier. So, das ist alles zu. Schön. Dann mache ich hier noch das fertig. Perfekt. Schön die Farbe aufgebraucht. So, das passt in etwa. Und jetzt noch eine Arbeitsfarbe für den zweiten Bereich. Was ist motivierend für die Arbeit, wenn man so in der Ecke am Laptop sitzt? Feuriges Orange. Sonnengelb. Frühlingsgras, vielleicht ein Grün oder ein Blauton, aber Blau habe ich schon, das Bad. Kakao, das wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen für vorne, für den Kaffeebereich. Sowas habe ich eigentlich auch gesucht, so Kakao. Vielleicht gibt es ja auch Kaffeebohnen. Ich hätte vorher erstmal komplett durchgucken sollen. Stimmungsvolles Kobalt, okay, wenn der Name Programm ist, dann haben wir jetzt ein stimmungsvolles Arbeitsfarbe gefunden. Eine stimmungsvolle Arbeitsfarbe. Dunkelblau, Kobalt. Für den Schlafbereich und für den Arbeitsbereich kann man, denke ich mal, Kobalt nutzen.
So. Nö. Komm. Packen wir den Stuhl etwas näher ran. Wenn man nicht so im Weg steht. Stellt sich mir nur die Frage, ob ich dann auch für den Schlafbereich nochmal eine andere Farbe nehme. Das jetzt quasi meine Arbeitsbereichfarbe ist, oder ob ich ab hier und da dann alles in Koboldblau mache. So. So lasse ich das, dann nehme ich hierfür nochmal die Farbe. Jetzt für den Schlafbereich. Gucken wir nochmal nach. Was nehme ich für den Schlafbereich? Vielleicht ein guter Übergang zwischen dem Kobaltblau und der Farbe, die ich hier hinten habe. Purpur, nee. Versuch's mal mit Kakao. Zimmer voll mit Farbe. So, gucken wir mal Kakao an. Boah, starker Kontrast. Will mal gucken, wie es wirkt, wenn ich das fertig habe. Vielleicht können wir es ja so lassen. So. Streichen. Gleich fertig. Ich bin zufrieden. Wenn man hier ist, hat man hier die Umgebung. Wenn man hier ist, hat man hier so die Umgebung. Was meinst du? Oder soll ich vielleicht die helle Seite hier nochmal ein bisschen anders streichen? So. Ja. Was dann? 8 E-Mails. Haus zur Renovierung. Haus streichen, okay. Auftrag zum Aufräumen meiner Garage. Kitschhaus. Befreien mich von Bunker zum Wohnen. Ei. Entschuldigung. Geht direkt weiter. Bunker zum Wohnen. Ich weiß auch manchmal nicht, welchen Auftrag ich wohl annehmen sollte. Das Haus zum Streichen. Eventuell schalte ich dann damit frei, wie man Häuser von außen streicht. Dann kann ich das bei mir besser machen. Wäre zumindest sehr gut.
Hallo, zusammen mit meiner Frau haben wir ein Haus gekauft und wir sind nun fast fertig. Ich möchte Sie bitten, die Wände zu streichen, da wir der Ansch Achso, da wir der Ansicht sind, dass alles in Weiß einfach zu langweilig ist. Auch die beiden fehlenden Klimaanlagen sowie zwei Heizkörper müssen installiert werden. Ich hoffe, dass das nicht zu lange dauern wird, denn wir würden bald gerne einziehen. Mit freundlichen Grüßen, Tim Star. Klingt auch so merkwürdig, Tim Star. Aber er hat jetzt keine Farbe vorgeschrieben, oder? Tja, dann akzeptieren wir das einfach. Klimaanlagen und Heizungen. Das sieht doch relativ modern und schick aus. So eine Wohnung würde ich mir auch holen. Hat so ein bisschen was. Bäume. Wieder nur drei Elemente. Leider doch nicht das Haus streichen, was ich gedacht habe. Dass ich von außen die Außenwand streichen kann. Leider, leider nicht. Keine Aufgaben hier. Montiere die Geräte. Fenster reinigen, vier Stück. Machen wir das halt zuerst. Husch. Schön fein säuberlich. Ach, Tabi, bist du noch da? Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber ich bin mir sicher, dass du schon gehört hast. Dein Bruder hat heute auf Arbeit ein paar Problemchen mit dem Rücken gehabt. Der Ärmste. Ist ja erstmal bis Ende der Woche krank geschrieben. So, schön weg damit. Zack. Zweite Fenster sauber. Und jetzt noch das dritte. Man kann endlich wieder schön durchgucken. Aber es ist nicht so schlimm wie bei den anderen Fenstern, die ich davor hatte. Natürlich auch irgendwie so schnell hier durchswitchen. Ach, das. Geht die Maus immer irgendwo am Rand flöten. Muss ich nicht unbedingt haben. Ich mach's lieber langsam und gemütlich. Hier muss ich was anschließen. Die Heizung. Was, der Stuhl da nicht drunter? Was ist denn das für ein Stuhl? Tiere geht. Ach, hier oben. Klimaanlage. So, hier auf Maximum. Vor allem um 50% schneller. Du siehst einige der Verunreinigungen auf dem Minimap. Du siehst die Mehrheit der Verunreinigungen auf dem Minimap. Du siehst alle Verunreinigungen. Wow. Das ist ja auch alle gefunden. Ja, das war Klimaanlage 488. Uiuiui. Klimaanlage kaufen und montieren. Habe ich doch kaufen. Das sieht doch schön. Die ist schon fest drin. Das Gerät da draufhängen. Ui. Das sind viele Kabel.
wir das Kabel dahinter noch treffen. Da. Das geht auch. So, okay. Ich wusste auch vorher nicht, in welcher Reihenfolge das reingesteckt wird. Jetzt können wir schön alles festschrauben. Immer schön mit der Ruhe. Den verbinden, das mit dem verbinden. Interessant, ich habe noch nie eine Klimaanlage so zusammengebaut. Die Klappe drüber. Perfekt. Aha. Interessant. Lernt man auch was dazu. Bin ich gut. Streiche mit den Farben Kakao und Sandmandel. Okay. Sandmandel und Kakao. Sandmandel. Und Kakao. Da hier schwarz und, also nur eins schwarz und vieles weiß ist, würde ich sagen, kommt hier der hellere Ton hin. Sandmandel. Und da hier das alles ein dunkelbraun ist. Macht sich hier das Kakao besser, finde ich. Schön, dass man die Schränke nicht erst mühsam zur Seite schieben muss oder so. Dass man einfach so streichen kann. Man könnte sich natürlich auch den Realismusgrad selbst zurechtlegen, indem man halt das auch noch zur Seite packt, denke ich mal. So, Kakao wird erfolgreich verteilt. Ich finde, meine Idee geht soweit ganz gut auf mit der Farbverteilung. Ich glaube, ich brauche gleich nochmal einen neuen Farbeimer. Eieieiei. Alles schön in der Farbe streicheln. Na, eins fehlt noch. Glaube ich hier noch die Seite, genau. Die fehlt noch. Schön. Ja. Passt doch, würde ich sagen. Dann ab da gedreht machen. Die Farbe.
So. Habe schon wieder alle damit. Niemand will leere Farbeimer haben. So schön. Was ist das für ein Tipp? Du musst die Dose mit Farbe füllen oder so? Wahrscheinlich, weil ich meine Farbe von mir verbraucht habe. Auch bald leer sein. Sieht das soweit ganz gut aus, finde ich. Gut so. Jetzt ist der einmal auch alle. Kaffee mit Milch. Ach, das wäre eine gute Farbe gewesen. Ich glaube, dann streiche ich das nachher nochmal über. Mit Kaffee und mit Milch. Wie ist nochmal das andere? Sandmandel, ne? Ich liege jetzt nicht falsch. Okay, er überstreicht es nicht, also ist es die richtige Farbe. So. Blub, 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 blub. Das ist ja nicht ganz fertig gestrichen, so. Sieht doch soweit ganz gut aus. Noch ein bisschen Farbe hier, noch ein bisschen Farbe da. Wird sehr schön aussehen. Die Leute, die uns hier beauftragt haben, haben einen guten Geschmack. Und wir werden ihnen das Haus richtig schön super überlassen. Letzten Schwung Farbe. 100% fertig. Schön. Passt doch. Wobei der Boden hier besser gewesen wäre für Braun. Also. Passt zu den Möbeln, finde ich. Hätte vielleicht einen Kontrast zu den Möbeln gegeben. Also hat es einen Kontrast zu dem Boden. Warum ist das eigentlich weiß? Das ist noch von der Platte, die hinten runter mitgeht. Ich finde, das kann man so lassen. Keine Aufgaben hier. Keine Aufgaben hier. Fenster reinigen.
machen wir das doch auch ganz schön sauber. Es wird schön aussehen, wenn wir fertig sind damit. So wie bisher alle Projekte, die wir angenommen haben. So, schön. Fertig. Streiche mit den Farben heller Pfirsich. Tiere das Gerät Fenster reinigen. Ach, das war das Fenster sauber. So. Und swoosh. Fertig. Das Gerät montieren, da oben. Da eine Klimaanlage. Für fast 500 Dollar oder 500 Euro. Halterung montieren. Das Gerät einhängen. Büchse für den Strom anschließen. So. Sind das Alukabel oder warum sind die eigentlich so gelb? Die müssen eigentlich Kupfern sein. Müssen ja Kupferkabel sein. Bei den Kabeln rausguckt. Aber naja. Wollen wir nicht meckern. Wir wollen einfach nur in Ruhe schrauben. Das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Da habe ich das noch dran gesteckt und schon was hatte ich ja nicht hier oben. Das war so fertig. Hm. Die Blende dran. Fertig. In den Farben heller Pfirsich. Ach, wieder ein Skillpunkt. Schnellere Montage wäre vielleicht nicht schlecht. Legen von Fliesen und Laminatböden 20% schneller. Hm. Schnellere Vergipsung. Ich weiß halt nicht, wie lange das Gipsen dauert. Ich mache erstmal schnellere Montage, aber das habe ich bis jetzt immer wieder. Aktuell. Oh, Shop. Farben. Welche Farbe war das nochmal? Heller Pfirsich. Heller Pfirsich. Damit. Ich glaube, da kann ich gleich noch ein zweites kaufen. Ist ein bisschen groß. So, fangen wir doch mal an. Schön gleichmäßig die Farbe auftragen. Wir wollen ja, dass es letztendlich schön aussieht, ne? Und Geld für unseren Auftrag wollen wir auch haben. Muss mal ganz kurz aufs Bett steigen, dann bin ich besser an der Wand. Auch mit dem Zimmer sind wir gleich fertig, das freut mich.
Allgemein dürften wir auch bald fertig sein mit der Wohnung. Wieder die Farbe. Gut, dass ich gleich zwei Kanister geholt habe. Wie wir sehen, verbrauchen wir das im Rekordzeit. Und da Farbeimer ist alle. Nachfüllen. Weiter geht's. Wir kriegen das Zimmer noch fertig. So, wieder nachgeladen. Ich glaube, ich werde wohl noch eine Farbdose brauchen, oder? Nee, scheint doch nur zu reichen. Dann streichen wir das mal fix fertig. So, 100%. Schön. Es fehlt immer noch einiges. War ich auch fertig. Drei Fenster reinigen. Limone. Okay. Limone. Sieht auch nicht schlecht aus. Was mit die Fenster sauber? Schön geschmeidig die Fenster säubern. Schön. So. Und Anna, entspannst du schön? Wenn ja, dann habe ich mein Ziel erfüllt mit meinem Chill-Stream ein wenig auf Andra abzufärben. Andra auch ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und sie dazu zu bringen, ein bisschen abzuschalten. Oh, ich muss mal was trinken. Die Stimme wird schon ganz trocken. So. Fenster sind sauber. Gut. Nehmen wir uns der Farbe an. Die Mitte oder die Mone, glaube ich. Boah, ganz schön. Ganz schön giftiges Grün, würde ich sagen. Fertig. Oben auch soweit.
Mangelt wieder an der Farbe. Ich weiß nicht. Ich würde mein Zimmer, glaube ich, nicht so die Mitten Limonengiftgrün einstreichen. Aber ist ja Geschmackssache. Das ist auch gut so. Jetzt würden sich 8 Millionen Menschen um dieselben Farben und um dieselben Dinge streiten. Nachbestellen, das wird nicht ganz reichen für den Raum. Und fast alle. Oh, zack. Immer schön gleichmäßig. Ah, wir haben wieder einen Skill weiter. Malen. Streiche 3 Wände gleichzeitig. Streiche 25% schneller. Nehmen wir mal das. Das ist schneller streicht. Shop. Brauchen einen weiteren Eimer. Das alle. Idee, geht das jetzt fix. So schnell hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sind nur 25%. Könnte ich das jetzt abbrechen, weil wir soweit alles fertig haben. Das ist minimal, was wir mindestens hinkriegen müssen. In der Hinsicht würde ich sagen, nö, wir machen das wie immer bis zu 100%. Außer, wenn ich irgendwas wirklich schnell erledigen möchte. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Sowas hatte ich noch nicht gehabt, weil ich ja eigentlich in einem Chill-Stream-Modus bin. Ich will eigentlich nichts überhasten. Ich weiß auch nicht, wie das später wird, wenn ich dann weiter vorangekommen bin. Ich könnte mir gut durchaus vorstellen, dass es später dann Missionen gibt, die auf Zeit sind. Und da wird das vielleicht nicht mehr so ganz hinhauen mit dem Chillen. Oder auf Kosten der 100%. Vielleicht auch auf beides. Das wäre dann ärgerlich. So, hier fehlt eine Heizung. Eine Heizung für Bäder. Einschrauben. Es geht wirklich viel schneller, das finde ich gut. Erst das Gerät platzieren, dann zuschrauben und die Heizung aufdrehen. Schön. Das ging wirklich gut. Hier sind wir auch schon fertig. In den Raum waren wir noch nicht. Montiere die Geräte, Fenster reinigen, streiche mit den Farben Pastellrosen. Okay, Pastellrosen. Hier kommt eine kleine Heizung hin. Es kommt mir jetzt schon wahnsinnig schnell vor, allein dadurch, dass wir 25% schneller sind. Aber naja. So, Fenster reinigen. Der will Shiwashi machen.
da schön durchgucken. Bei dem Fenster natürlich auch noch. Darf nicht fehlen. So, schön. Fein. Und jetzt noch Pastellrosen. Eieiei. Lass es Rosen? Nee, Pastell brauche ich. Pastellrosen. Vielleicht heißt das Pastellrosa. Nicht Rosen, aber. Soll mir erstmal egal sein. Kleines Zimmer, ich glaube, da werde ich trotzdem einen zweiten Farbeimer brauchen. Das wird dann wohl sehr, sehr schade um den zweiten Farbeimer werden. Um das ein bisschen zu vermeiden, gehe ich nochmal hier hin. Ich kann jetzt zum Glück die Farbe aufladen und sie dann wieder in die andere Farbe wechseln. Zack. So spare ich ein bisschen Farbe. Ich jetzt bis die da hinten alles. So. Wenn die wirklich alles schön bunt haben wollen, machen wir das. Aber nicht auf Kosten von Farbe. Farbe müsste hinten noch drin sein. Denke ich. Oh, das läuft doch. Ups. Machen wir erstmal das Fenster fertig. Ich denn die Pastellfarben gefunden. So. Schön. Sind bald fertig mit der Renovierung dieses Raumes. Ich glaube, das ist dann auch die letzte Aufgabe, wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir das Haus auch wieder fertig. Schön. 100%. Auftrag beendet. Der Ort zum Lernen sollte sich unweit des Schlafplatzes befinden. Ja, kann man so nehmen. Ist ja bei uns in der Wohnung so. So hat unsere Bruchbude ja mal ausgesehen. Hier auf dem Bild. Hier oben. Nein, hier. Da.
dem Bereich. So hat unser Haus mal angefangen. Wir haben schon ein bisschen was dran gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, je weiter wir voranschreiten, umso länger dauern die Ladebalken. Aber das kann jetzt auch noch mir so vorkommen. Ich glaube, da ist irgendwas dran. So. Hallo Farbeimer. Wir haben jetzt soweit auch alles. Das ist gut wie alle. Oh, noch eins. Anforderung der Aufträge. Minus 5%. Zahlung für Aufträge. Das ist auch eigentlich ein ganz wichtiger Skill. So. Dass ich auf jeden Fall nochmal 15% draufkriege und dann später 25%. Ach, das ist so geil. Kriege ich mehr für das, was ich tue. So, Farben. Kaffeemilch, genau, die Farbe wollte ich. Da streiche ich das jetzt nochmal. Ich glaube, das passt besser. Genau, so habe ich mir das eher vorgestellt. Das sind jetzt zum Glück alle. Wieder wo die Tür ist, kann man nicht streichen. Streich nochmal drüber. Ne, das ist auch nicht gut. Zurückstreichen. Okay. So. Die Farbe. Genau. Das hat gespeichert. Kann ich die wegtun? So. Alles schön wieder geordnet. So mögen wir das. So gefällt mir das. Ah, da hinten. Die noch ganz vergessen, die Wände. Nee, das war falsch. In der Farbe. Genau, so passt es wieder. Doch viel angenehmer. Jo, perfekt. Hat irgendwie ein bisschen was. Es ist jetzt unbedingt das Schlechteste, finde ich. Warum ist das so dunkel? Hat sich das der Farbe angepasst? Habe ich das aus Versehen überstrichen? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal nach, was jetzt so an Nachrichten hereingekommen ist. 7 Mails. Ich glaube, ich habe jetzt nur eine abgearbeitet. Kam jetzt anscheinend nichts Neues dazu.
Bunker zum Wohnen ist nicht neu. Befreie mich von diesen schrecklichen Farben. Kitsch Haus hatten wir auch vorhin. Auftrag zum Aufräumen meiner Garage hatten wir auch. Haus zur Renovierung. Badezimmer und Werkstatt. Notwendiges zweites Bad. Okay, ist auch alles soweit geblieben. Ja, aber ich würde sagen, die Projekte laufen uns nicht davon. Die gehen wir beim nächsten Mal an. Wir haben jetzt auch wieder gut über 2 Stunden geströmert. Ich hoffe, ihr hattet einen sehr chilligen Stream. Ich bin ein bisschen laut geworden das ein oder andere Mal. Leider vor allem bei den Kakerlaken oder so. Aber das hat mich einfach ein bisschen überrascht. Der Weltschmutz drunter. Das ist der Teppich. Der ist so. Der ist ja irgendwie komisch ausgelaufen. Mit der Farbe. Natürlich. Auf jeden Fall, danke, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin mir sicher, der nächste Chill-Stream kommt dann spätestens am Freitag vielleicht. Ich denke mal schon freitags. Dazwischen schiebe ich vielleicht noch einen anderen Stream. Vielleicht PUBG mit einem guten Kollegen oder Counter-Strike, Rocket League. Irgendwas in der Art. Ist jetzt was verkauft? Schütze bauen? Bloß nichts anfassen. Ja. Also, schönen Abend noch. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Euer Sushi. Ciao. Macht's gut.